ist doch schön, wenn wir halt nonstop hier am Bauen sind. Dass wir das halt generell was haben. Und nicht so, ach ja, was könnte ich denn machen? Ach, ich baue mal hier mal kurz was ab. Hier, da, ja, ja. Eigentlich habe ich ja gar keine Ahnung. Ich probiere einfach. Aber nein, der Elf hat einen Plan. Den er meistens nicht lesen kann. Ne? Ich habe jetzt schon wahrscheinlich jetzt den einen oder anderen hier aus der Zukunft hier lachen hören. Bei dem Satz, ah, der Elf hat einen Plan. Das war natürlich, also, ne, das muss man jetzt im Kontext sehen. Ich habe einen Plan, ich kann den teilweise nur nicht deuten. Oder halt lesen. So. Das Ding ist, das Gebäude, das steht da im Gemeindehaus halt immer noch. Also der Typ hat da wirklich seine eigene Butze in der Butze. So. Ah, so viel Eisen, was hier so rumläuft. Ach Mann, das ist so schön. So, das mache ich jetzt auch. Auch mal weg. So. Nicht schubsen. Kann ich nicht eigentlich so eine provisorische Eisenfarm basteln, in der ich einfach sage, komm, ach hier, komm, ich mach mal so eine Grube, wo ich die dann reinlocke. Ich meine, ich weiß ja, wie so eine zu bauen geht. Wird nur scheiße umständlich hier werden. Aber dass ich einfach sage, ja komm, ich baue schon mal so ein bisschen vor und dann die überschüssigen Eisengolems, die hier schon so rumstapfen. 1, 2, 3, 4. Sag mal, seid ihr irgendwie alle doof? Ja, so viel zu, ne? Doof beschützen. Wow, und ich... Alter, ihr verdient es einfach, in die Eisenfarm zu gehen, ganz ehrlich. Das ist ja... Geh mal weg. Also, das ist ja wirklich... Und ich sehe noch wieder eine da runter flutscht. Jetzt haben wir 3 Wargreymons, die alle zu doof sind. Und 2 stapfen hier noch rum. Eieieiei. Dieses Dorf ist wirklich sehr speziell. Gut, ich müsste die Schlucht auch mal ein bisschen sicherer machen, dass die halt nicht da wirklich da reinfliegen. Das hatte ich so oft in der Kopie, dass ich dann plötzlich irgendeinen NPC gesucht habe. Ja, dann plötzlich war in der Schlucht da irgendwie mal kurz abgerutscht und saß dann fest. Also der ist jetzt nicht wirklich komplett darunter gefallen. Aber da... Hast du einen Zettel an mir angeklebt? Dann schlacht dich. Wenn keiner guckt. Hast du ein Schwein, Alter? Willst du der nächste Uhr werden, hä? Willst du das? Yeah, you better run. Als sich einer am Anfang der Aufnahme gefragt hat, als ich in die To-Do-Liste geschaut habe, warum da steht, den Knast-Uwe zum Hühner-Uwe machen. Ich hatte in der Kopie ein bisschen Spaß gehabt. Und ich dachte mir, wenn ich Uwe schon quälen muss,
und ne, bestrafen muss, aus Gründen und zu Recht, dachte ich mir, einsperren, das ist zu einfach. Ich werde ihn gefangen. Das ist einfach so ein Gefangener mit Hühnern. Da habe ich dann noch so einen Werfer hingebaut. Mit so einem Hebel, wo ich dann jetzt mal die Eier reinpacke und dann so klick, 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 klick. Und dann wird er mit Eiern beworfen und so mit Glück bekommt er noch ein paar Freunde. Und es werden immer mehr und immer mehr. Was, ob ich was gegen Uwe habe? Du schaust das Let's Play nicht ganz so lange, kann das sein? Dann einfach noch mal alles rewatchen bis zu dem Punkt und dann nein, muss ich alles rewatchen, aber ich glaube den Titel oder so wird und Thumbnail wird das schon irgendwie erkennbar machen, glaube ich. Weiß es gerade nicht. Er war auf jeden Fall nicht sehr nett zu mir. Ich war sehr nett zu ihm. Ich habe ihm eine Zukunft geboten. Und er hat mich halt nur mit... Ach, das war der. Dachte ich gerade, ich habe versehentlich jetzt irgendwie Erde gesetzt. So. So. Mit dem Quatschen muss ich auch ein bisschen aufpassen, weil ich merke schon wieder meine Atmung. Ja, also für die, die beim letzten Mal nicht aufgepasst haben, ne, ich habe erzählt, dass ich halt ein bisschen schlecht Luft kriege. Und ich will ja nicht so die durch die Nase einatmen, weil das klingt immer so, als würde ich dann hier den ganzen Rotz hochziehen. Was ich aber nicht tue. Aber es kann so wirken. Das gefällt mir nicht und ja. Tolle Info. Das ist ja ey, wow. Cool. Interessiert keine Sau. So, wie ist denn das jetzt? Ich habe jetzt nur den Umriss. Das heißt. Ah. Das ist also. Warte mal. Habe ich etwa wirklich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin ja so doof. Ja, erstmal den Grundbaustein legen. Ja, okay, habe ich jetzt gemacht. Hurra, ich bin schlau. Ich bin scheiße dumm. Ich habe mich schon gewundert, wo muss ich denn da mit dem Holz mal anfangen? Ja, nun! Och, nö! Das heißt, ich darf jetzt nochmal komplett rumgehen, alles da rausreißen und das damit. Och! Ach, das ist ja herrlich. Das ist ja herzallerliebst. Ja, das muss ja auf einem anderen Fundament halt stehen. Wenn alles koppel ist, ist ja auch doof. Warte mal, kann ich hier, warte. So. Genau. Zack. Ach, praktisch. Das ist dumm. Das ist besser. Nix kann der Elf.
Gut, zu meiner Verteidigung, ich hatte nur die Obenansicht. Ich hatte nur den Umriss. Ich habe nicht gesehen, dass das eigentlich ist. Ja. Kopium. Ne, irgendwie muss man sich ja so. Ich will dir nicht auf in die Füße hacken. Gut, aber geht ja schnell, als wenn ich jetzt die ganze Zeit scrollen muss. Aber das Holz wird nicht reichen. Oh, schau, das habe ich jetzt nicht gehört. Zack. Eins. Zwei. Drei. Oh, ein bisschen habe ich noch. Na gut. Was ich dann aber in der Ecke hier mache. Das könnte wahrscheinlich schon der Esssaalraum oder so werden. Ich hätte ja von Anfang an gleich mal da rausreißen können. Oh Gott, ich hoffe, man hört meinen Magen nicht knurren. Und ich meine jetzt nicht in-game. So, zack. Zack, 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 gib her. Der Bau, oh, der müsste dann auch weichen, aber puf. Weg. Das dauert. So. Zwecks der Eisenfarm bin ich an sich aber auch am überlegen, welche Art von Eisenfarm ich mache. Gibt ja verschiedene. Ich könnte mir auch eine Eisenfarm machen mit, ja, ohne Mobs. Aber ist dann nicht so ertragreich. Außer ich sage dann, ich baue mehrere davon. Aber dann ist auch wieder die Frage, wohin? Alles so ein bisschen. Halt auch in der Kopie ist auch nicht alles so gesetzt, wie ich es am Ende gerne hätte. Aber die Kopie, die dient ja auch nur als, so als Vorlage, damit ich ungefähr so weiß, ach, da will ich also hin. So, hier hin, da, ach komm, ich nehme einfach mit. Ja, okay. Einmal nehme ich noch mit. Da kann ich vielleicht schon mal anfangen, den Boden zu machen. Ah, wie. Ich muss echt gucken, wie ich das am besten mache. Was für eine Höhe brauchen Golems, um zu spawnen? Beziehungsweise. Wo sie Schaden kriegen. Also. 2 ist zu niedrig. Ist mir persönlich auch zu niedrig. Wenn ich sage 2 und dann. Also. Ne, so 1, 2 und dann halt so ein Slap. 3. Der könnte schon. 3 könnte schon zu hoch sein. Und bei Slaps habe ich das Gefühl, der spawnt die so ein bisschen durch. Also dass halt so der Kopf so durchscheint. Auch so kacke. Hm.
Aber da muss ich halt wirklich sagen, ja komm, eine Zweierhöhe. Einfach damit. Einfach damit die da einfach keine bauen. Ich sag dazu nix. Wo habe ich denn? Ach da. So, aber ja. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Und dann haben wir das Gebäude schon mal angefangen. Und dann. Das wird. Ich meine, jetzt können Wetten abgeschlossen werden. Was wird zuerst fertig? Das Gemeindehaus? Oder der Hausbaum? Schließen Sie jetzt Ihre Wetten unter die Kommentare ab. Okay, 1, 2, 3. Verdammt, das reicht nicht. So. Wieder so ein ungerades Ding, aber naja. So, haben wir den und haben wir den. Sehr schön. Eigentlich. Ach ja, stimmt ja. Ich habe auch so ein Holz. So ein Balken draus gemacht. Das sieht ja richtig hackedämlich aus. Aber ich könnte theoretisch. Ich mach mal den hier weg. Ich hab die ja nicht so gebaut, sondern halt, dass das Holz in die Richtung halt so zeigt. Aber ich finde, das sieht so ein bisschen blöd. Ach, warte mal. Ich kann... Oh Mann. Ich kann... Was ist das? Nee. So? So ist es also. Okay, nice. Wenn ich einfach sage, den hier. Und den hier. Genau. Laufbündig in die Axt, mein Freund. Hier hatte ich ein Fenster reingesetzt, damit doch ein bisschen Licht reinkommt. Und hier waren dann die Türen, die ich gerade nicht dabei habe, aber die kann ich ja mal eben machen. Da. Das ist erstaunlich, dass man da jetzt drei Türen draus kriegt. Damals, ne? Als ich noch jung war, hat man nur eine Tür davon gekriegt. Jetzt kriegt man drei für. Das ist ja erstaunlich. Mensch. Dann werde ich das hier mal rausruppen. Und da auch schon mal das Birkenholz reinsetzen. Damit ich hier die Druckplatten machen kann. Ich mach mal 6 Stück. Zack und zack.
Ich habe übrigens jetzt keine Ahnung, wo die anderen Türen sich befinden. Oh, Fackeln. Die hätte ich ja mal... Die könnte ich ja hier schon mal anbringen. Damit hier... nichts spawnt. Zack. Okay. Und jetzt ist... Oh, jetzt ist die Play jetzt auch schon zu Ende. Das ist ja... Ach, ja, komm, ich mach mal...